Das ist ein toller Text, den finde ich richtig. Das ist Action pur, Kapitalverbrechen und Love Story auf engstem Raum. Gleichzeitig wird der Aberglaube kritisch gewürdigt. Aberglaube ist ja auch eine Form von Glauben, nicht? Das kennt ja jeder. Freitag, der 13. Da haben viele, wer hat ein schlechtes Gefühl am Freitag, den 13.? Hand hoch. Eine, sehr gut. Es gibt in den meisten Flugzeugen keine Reihe 13. Ich frage mich natürlich, was könnte einem Fluggast in Reihe 13 Gravierendes zustoßen, was nicht auch die anderen beeinträchtigt würde. Sehr vielen Hochhäusern gibt es keinen 13. Stock. Da sagt das Erdbeben, ist mir doch egal. Aber das sind halt so, sind irrationale Geschichten. Wenn eine schwarze Katze den unseren Weg kreuzt, hat man ein komisches Gefühl. Oder man sagt toi, toi, toi. Oder man klopft auf Holz. Geschichte von den drei alten Damen. Der erste sagt, ich bin 75, hab noch nie getrunken. Die zweite sagt, ich bin 80, hab noch nie geraucht. Die dritte sagt, ich bin 90 und immer noch Jungfrau. Aberglaube. Oder beim Zugprosten, ne? Was sagt man da? Immer in. Ach, Prost. Oh. In die Augen gucken. Warum? 7 Jahre schlechten Sex, wenn man nicht in die Augen guckt. Ich sage dann immer, 5 habe ich schon rum. Wer hat Sie denn jetzt ins Gespräch gezogen? Bei schlechten als Jakin. Das heißt, Sie haben Jakin. Gut, wir können das später vertiefen. Die wenigsten Leute geben ja zu, dass sie abergläubisch sind. Wer von Ihnen ist nicht aber? Nehmen wir Sie. Ich muss wieder die Brille wechseln, sonst sehe ich Sie nicht. Sie tragen noch ein rotes jetzt. Nein, ein Ringelpulli. Sind Sie abergläubisch? Nicht. Was sind Sie für ein Sternzeichen? Krebs. Also Ihr Sternzeichen kennen Sie schon. Ich hab mal die Zeitung von heute. Krebs haben Sie gesagt. Jetzt gucken wir mal, ob es stimmt. Sie schlagen gern mal über die Stränge, fordern dem Partner oder Verehrer zu viel ab. Stimmt das? Nicht. Bei Gesundheit steht, Sie haben eine empfindliche Verdauung. Leichte Kost ist anzuraten. Ist das? Ja, also kommen wir der Sache schon näher. Geschäft, Sie entwickeln raffinierte Praktiken, um den Alltag kostengünstig zu gestalten. Stimmt das? Klauen Sie? Aber also, Tagestrend, Sie möchten sich amüsieren, der Genuss steht im Fokus. Ja, klar, sonst wären Sie ja nicht hier. Also, man kann sagen, 75% stimmte. Ne? Nur habe ich Ihnen aber nicht Krebs, sondern Jungfrau vorgelegt. Das ist der Trick bei Horoskopen. Es ist so allgemein ausgedrückt, dass es auf jeden passt. Und das ist ja auch schön. Jedenfalls sagen wir alle oft Sätze, die mit "Ich glaube" beginnen. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, ich trinke noch einen. Ich persönlich glaube zum Beispiel, dass viele nach Schluss der Veranstaltung dieses Buch kaufen werden.